Justus ist weiter unten errichten. Justus vermied es dabei, in Brunhildes schlammfarbene Augen zu blicken und legte stattdessen seiner Frau die Pfote auf den Rücken. Waldo schluckte erneut heftig und wollte gerade etwas sagen, als Justus fortfuhr. Wenn Sie dieser Forderung nachkommen, werde ich von einer Beschwerdemeldung an die oberste Biberbauaufsichtsbehörde absehen. Ich habe fast mein ganzes Leben für diese Behörde gearbeitet und ich kann Ihnen sagen, dass die Strafen für unerlaubtes Fällen von altersgeschützten Bäumen saftig sind. Nun hatte es Waldo die Sprache verschlagen, doch stattdessen antwortete seine Frau. Ach, wissen Sie, entgegnete sie elegant und gelassen, mir hat es hier sowieso nicht allzu gut gefallen. Es gab zu viele Mücken an dieser Stelle des Flusses und zu wenig Frösche. Wir werden sicher ein schöneres Plätzchen finden. Seien Sie unbesorgt, sagte sie zu Justine gewandt, die mit einem verlegenen Gesichtsausdruck neben Justus stand. Bestens, Justus war wieder ganz der Alte. Wenn Sie Hilfe oder Rat brauchen, können Sie sich jederzeit an mich wenden, sagte Waldo. Ich bin zwar in Pension, aber das Bauen ist eine Leidenschaft, nicht wahr? Wussten Sie, dass ich seinerzeit bei Schlag den Biber Erster geworden bin? Und dann legte Justus los und begann aus seinem Leben zu erzählen. Zwischendurch klopfte er Waldo freundschaftlich auf die Schulter und seiner Frau tätschelte er die Wange. Nur den Blickkontakt mit Brunhilde vermied er tunlichst. Als Justus und Justine viele Stunden später in der gemeinsamen Schlafkammer lagen, kuschelte sich Justus zärtlich an sie ran. Du hast immer noch so ein seidiges Fell, murmelte er. Aber Justus, sagte Justine erstaunt, heute ist doch gar nicht Sonntag. Gar nicht so unanstrengend ist und Aufmerksamkeit erfordert. Und ich denke, vielleicht gerade eben in der heutigen Zeit, weil man es vielleicht auch nicht mehr so gewohnt ist wie früher nochmal, Und ich möchte euch sagen, ihr wart ganz, ganz tolle Zuhörer und ich danke euch dafür von ganzem Herzen. Dankeschön. Ja, liebe Daniela Böhm, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir müssen mal wieder weg. Also, ich will es mal so ausdrücken. Ich spreche ja für den Verein, ich bin Vorsitzender von Tierrecht U21. Aber wenn ich sage wir und auch mich dann wieder ins Spiel bringe, würde ich glauben, wir bereuen es nicht, dass wir Daniela Böhm gefragt haben, ob sie diesen langen Weg auf sich nimmt und sich die Zeit nimmt, uns hier zu besuchen in Merfelden. Insofern war das eine Riesenbereicherung und auch hat die ganze Prosa Vegan Event sehr ergänzt in positiver Hinsicht und wir haben bestimmt viele schöne Geschichten gehört, viele traurige auch und es war wie aus dem Leben. Ich möchte auch Leonie natürlich nochmal ins Spiel bringen. Vielen Dank, liebe Leonie, dass du auch gekommen bist. Wie sagt man, Lundlast und Last oder so? Auch der Roland Schirm hat uns hier zum Glück mit seinem Hand gekommen. Also, ich würde mal hoffen, ihr wart alle zufrieden und es hat auch gut geschmeckt. Ihr könnt auch noch mal einen Gang Nachschlaf bekommen. Noch sind alle da, wir haben auch noch was zu essen und auch einen Nachtisch oder einen zweiten Nachtisch, Kaffee oder so. Bleibt ruhig noch ein paar Minuten. Offiziell ist es jetzt beendet. Wenn der Roland noch was singen will, gerne. Der kann bis morgen früh hier durchsingen. Bleibt mir auch alles so lange am besten. Ja, klar. Also wer Bücher möchte, der Daniela war ja so lieb und hat sich totgeschleppt, ist mit dem Zug gekommen und das war auch nicht so einfach. Mit dem Auto wäre es wahrscheinlich leichter gewesen. Also sie ist froh um jedes Buch, was verkauft wird, was sie nicht zurückstellen muss. Fragt sie, was es kostet. Da vorne ist die Auswahl und ich würde mich auch freuen, wenn ein paar als Geschenke
Weihnachten steht ja auch direkt vor der Tür, also denkt dran. Ihr habt ja sonst. Also, ich mach's kurz. Danke nochmal, dass ihr da wart. Einen schönen Abend. Spiel irgendwas? Hauptsache, es ist Musik.